So, da kann ich loslegen. Vorsicht. Time to say goodbye. Nach wie vielen Jahren verlassen Sie denn jetzt hier diese wunderschöne Firma und gehen aus Ihrem Beruf raus? 50 Jahre. 50 Jahre. Und 5 Monate. Und wie fühlt man sich dann, wenn man jetzt so plötzlich Rentner wird? Ja, so ganz jung nicht mehr, aber trotzdem fühle ich mich noch topfit. Ja, die hektische Welt damals und oder heute und die hektische Welt damals. Wo war denn da der große Unterschied? Ja, der große Unterschied. Heute geht das alles zack, zack, muss das alles schnell fertig. Nicht? Also wieder auf die Uhr gucken, wann ist er fertig. Und da lagen die nachmittags auf der grünen Wiese, Tanten Schnäpschen trinken und ich habe den Fluch eingestellt und gefahren. Mit Alkohol im Blut? Ja, ich durfte ja noch nicht so. Ich war gerade Geselle. Also, ich habe auch eine Flasche Bier getrunken, aber nicht so wie die da Schnäpschen Bier. Ne? Das gibt's heute nicht mehr. Da wurde dann anschließend auch noch mit dem Auto nach Hause gefahren. Also es ging damals doch ein bisschen gemütlicher zu. Es ging gemütlicher zu. Ja, definitiv. Ein Schlepper verkauft worden, da wurden 3 Generationen, haben den versucht zu verkaufen und am anderen Morgen wusste keiner, ob er verkauft war. Da haben sie alle Schnäpschen getrunken. Ja, das wird bei dem Herrn Sümpelmann natürlich nie vorkommen, oder? Wird nie vorkommen. Okay. Nee, aber trotzdem, heute die Zeiten sind auch schöne Zeiten, aber früher etwas gemütlicher, nicht so ganz stressig. Dass alles so schnell fertig muss und so. Ne? Ich bin mit allen Zeiten gut klargekommen. Okay. Nee. Ja. Herr Sippelmann sagt immer, ich habe immer sehr schnell gelaufen. Möchten Sie denn die gute alte Zeit noch mal zurückhaben? Nee, ganz zurück. Aber ganz missen möchte ich sie auch nicht. Was ist denn so der größte Wandel in der letzten Zeit, außer jetzt so die Maschinen, diese großen Maschinen? Hat sich denn auch so bei den Kunden was verändert? Die Wünsche, haben die sich auch verändert? Die Zeit ist stressiger geworden, ja. Was heißt stressiger? Wie viele Stunden haben Sie denn her zum Schluss arbeiten müssen? Wegen stundenmäßig nicht, insgesamt so. Und die Ruhe vom Frühjahr nicht mehr. Ja, die Ruhe. Was machen Sie denn jetzt mit der Ruhe, wenn Sie jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gehen? Ach, Ruhe. Vor allen Dingen Fahrrad fahren. Wohin? Oh, hier im Kreis so. nicht allzu weit, dass man das Haus wiederfindet. Jetzt gehen Sie nächste Woche oder diese Woche. Wie fühlt man sich denn dann so? Ein wenig, ein bisschen mit einem weinenden Herzen, tränenden Auge? Ja, so ähnlich wohl, aber da muss man durch und ich werde hier die Firma nach wie vor ab und zu besuchen. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Die sagt, mach mal so weiter, wie du bisher gemacht hast. Hat sie denn schon... Ja, aber trotzdem ist sie auch froh, dass sie von mir auch ein bisschen mehr hat. Ja, ich meine, ein bisschen mehr hat. Was heißt das jetzt? Die Spülmaschine steht jetzt an zu leeren, Bügelwäsche oder was? Nee, diese Arbeit fange ich an. Mein Garten, also im Haus diese Sachen. Spülmaschine werde ich auch mal füllen, wenn ich jetzt öfter zu Hause bin, aber das darf nicht ausarten. Sie hatten ja jetzt mehrere Chefs. Wie haben die sich denn so unterschieden? Nö, also mit allen sehr gut klargekommen. Sonst wäre ich nicht 50 Jahre im Beruf gewesen. Und hier der letzte Chef? Das sind die besten mit. Warum? Oh, warum? Also erstens sind sie bei mir in der Lehre gewesen, haben beide Lehrzeit mit mir gemacht. Und deswegen habe ich sie vom Picker auf kennengelernt. Arbeiten die denn immer noch so sauber, wie Sie ihnen das beigebracht haben oder haben die so ein bisschen nachgelassen? Teils arbeiten mit dem Kuli, sonst ja nicht mehr so. Ne? Was wünschen Sie denn jetzt Ihrem Chef? Dass sie so weitermachen, dass das irgendwann ein Weltkonzern ist. Ein halber Weltkonzern ist es schon. Ja, okay, dann sage ich erstmal vielen Dank. Ja, gerne schön.